Jahresvorblick 2022. Eine kleine Unterhaltung mit Gott. Was bringt 2022? Klarheit. Was kommt 2022 auf die Menschen zu? Es wird noch sehr viele Veränderungen geben. Wie sie erlebt werden, ist sehr individuell. Kannst du mir etwas über diese Veränderung erzählen? Was willst du denn genau wissen? Wie geht es weiter mit C? Bleibt es bei den Regelungen? Wird es eine Schimpfpflicht geben? Es wird noch etwas weitergehen. Es wird heißen, dass sich alle schimpfen lassen müssen. Es ist wichtig zu begreifen, dass niemand das Recht hat, so etwas von einem anderen Menschen zu verlangen und deshalb standhaft zu bleiben. Denn es geht letztlich um etwas anderes als darum, ob du geschimpft oder ungeschimpft bist. Es geht darum zu begreifen, dass niemals ein Mensch über einen anderen Menschen bestimmen kann. Das ist unmöglich. Kein Mensch steht über dem anderen. Niemand kann Regelungen über andere Menschen machen, nur über sich selbst. Wie kann man sich verhalten, wenn die Arbeit gefährdet ist, weil der Arbeitgeber es verlangt? Da fängt der Fehler schon an. Arbeitgeber, wer soll das sein, der dir eine Arbeit gibt? Jeder Mensch ist sein eigener Herr und nicht auf Almosen angewiesen. Nicht jeder ist selbstständig und will's oder kann's auch nicht sein. Richtig, aber es wird sich verändern im Arbeitsleben. Weniger Abhängigkeit, mehr Kooperation. Mach dir immer wieder bewusst, dass niemand das Recht hat, dich zu irgendwas zu zwingen. Geht raus aus der Angst vor Veränderung. Veränderung muss sein. Findet Klarheit in dem, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Wenn die Klarheit da ist, kann sich im Außen der Weg fügen. Wie wirken sich die Schimpfungen aus? Das kommt darauf an. Die Schimpfung ist ein massiver Angriff auf die Körper. Doch wie es sich auswirkt, ist individuell sehr verschieden. Es gibt Körper, die damit zurechtkommen, andere erliegen dem Angriff. Es ist alles eine Frage der Energie, denn alles ist Energie. Du bist Energie. Das Medikament Schimpfung ist Energie. Welche Macht hat das Mittel über dich? Diejenigen, die es nehmen, geben ihm Macht, wenn sie denken, dass es ihre Körper schützt. Die Wahrheit ist, dass nichts stärker ist als deine schöpferische Energie. Doch die wenigsten sind sich dessen bewusst. Bewusstsein ist etwas anderes als es wissen. Es reicht nicht, davon gehört zu haben und es zu denken. Es genügt nicht, sich immer wieder zu sagen, meine Energie ist stärker, ich bin Liebe, ich bin schöpferisches Bewusstsein. Bewusstsein bedeutet, dass du es erlebst, dass du es in jedem Moment deines Lebens fühlst, spürst, weißt, es ist so, du lebst dieses Bewusstsein, du bist die Verkörperung dessen. Diesen Zustand haben die wenigsten. Da heißt es jetzt offen und wahrhaftig auf sich selber schauen, ehrlich mit sich selbst sein. Viele haben sich schimpfen lassen, aus unterschiedlichsten Gründen, und du sagst jetzt, dieses Mittel ist ein Angriff auf den Körper und nicht so leicht damit umzugehen. Stimmt es, dass die Menschen Hilfe bekommen werden? Und wie sieht diese Hilfe aus? Neben all den Kräften, die euch jetzt bereits helfend zur Seite stehen, kommt weitere Hilfe dazu. Die Erde verändert ihre Schwingung und mit ihr eure Körper. Außerdem wird die Christusenergie, die Energie der bedingungslosen Liebe und Schöpfung, stärker auf die menschlichen Körper wirken. Diese Energie durchlichtet und durchdringt die Körper der Menschen
und arbeitet an der DNA. Sie sorgt dafür, dass die DNA sich entfaltet. Die Gentherapie aus der Spritze will diesen Prozess verhindern, was aber letztlich nicht möglich sein wird. Die Körper, die derzeit auf der Erde sind, werden durch die Anhebung der Energie die Möglichkeit der Regeneration haben. Seit Beginn von C steht das Thema Mangel im Raum. Die Menschen wurden sofort mit leeren Regalen konfrontiert und getriggert. Jetzt ist von Lieferkettenschwierigkeiten die Rede. Wird dieses Thema noch stärker in den Vordergrund rücken? Ja, das muss es. Warum? Ihr werdet auch hier mehr oder weniger sanft, Gott schmunzelt, dahin geschubst, aus Abhängigkeiten herauszugehen. Bewusstsein entwickeln bedeutet erstmal wahrnehmen, wie die Energie auf der Erde fließt. Jede Lieferkette ist ein Energiestrom. Die Energie beginnt bei der Produktion, geht einen Weg rund um die Erde. Viele Menschen und Maschinen sind beteiligt. Diese ganze Energie landet schließlich bei dem, der kauft, auf dem Teller oder in seinem Pullover oder im neuen Computer, ob er es weiß oder nicht. Seine Energie geht wiederum in Form von Geld, das er mit seiner Arbeitsenergie und Lebenszeitenergie gespeist hat, in diesen Prozess. Bewusstsein bedeutet wahrnehmen, welche Energie bei dir landet und welche Energie du mit deiner Energie speist. Ihr habt vieles in den letzten Jahren zu sehen bekommen, was unsichtbar war. Kinderarbeit, vergiftete Felder, Massentierhaltung, Schlachtungen, Wasserknappheit und vieles mehr. Ihr wisst alles. Jetzt gilt es zu fühlen. Die Engpässe werden bestimmte Prozesse noch sichtbarer machen und ins Bewusstsein bringen. Wo seid ihr vernetzt und wie und mit wem? Es wird noch deutlicher und die Frage der Abhängigkeit oder Selbstständigkeit tritt nach vorne. Willst du abhängig von dieser Vernetzung sein? Ist das vertrauenswürdig? Nährt dich das Essen aus dem Supermarkt wirklich vom Ursprung her? Nährt es dich wirklich, etwas zu essen, was unter menschenunwürdigen Umständen und die Erde verachtenden Bedingungen produziert wurde? Ist das eine Energie, auf die du bauen willst? Sind das die Strukturen, auf die du dich verlassen möchtest, die dir Sicherheit geben? Seht hin, mit wem ihr es zu tun habt und entscheidet euch weise, mit welchen Energieströmen ihr eure Energie verbinden möchtet. Jeder, der sich neu vernetzt, stärkt damit neue Strukturen. Das neue Netzwerk hat noch feine Fäden. Jeder, der dort hineingeht, stärkt diese Fäden und lässt sie zu starken Strängen werden. Und erinnert euch daran, was euch wirklich nährt. Macht euch unabhängig, indem ihr aus der Natur schöpft. Die Erde bietet euch alles, was ihr braucht. Niemand sollte aus Angst um sein Überleben kontrollierbar sein. Solange du aus Angst um dein Überleben kontrollierbar bist, bist du nicht frei. Das hört jetzt auf und deshalb wird jeder nochmal dazu aufgefordert, dahin zu sehen. Ihr bekommt dabei alle Unterstützung, die ihr braucht. Die Veränderung ist möglich und darf jetzt von jedem Einzelnen ergriffen werden. Puh, das klingt schon etwas dramatisch. Ich meine, die Abhängigkeiten sind ja zum Teil noch sehr groß. Jeder bekommt die Zeit, die er braucht. Es geht jetzt nicht darum, neue Traumatisierungen zu setzen. Die Menschheit ist genug durch Zeiten des Mangels und der Not traumatisiert. Es geht darum, die Traumatisierungen, die ja da sind, wahrzunehmen und in die Heilung zu bringen.
Jeder einzelne Mensch hat jetzt Gelegenheit zu heilen. Was gilt es dabei zu lernen? Dass du frei bist. Die Erde hat alles, was du brauchst. Sie nährt dich, wenn du dich ihr zuwendest. Wenn du das weißt, dann brauchst du niemandem erlauben, dich zu kontrollieren aus Angst um dein Leben. Dass du ewig bist. Du bist ein unsterbliches, spirituelles, multidimensionales, göttliches Wesen. Was sollte dir passieren? Gott lacht. Wenn du das weißt, dann hast du keine Angst vor dem Tod, der ja nicht so existiert, wie er glaubt, aber darüber reden wir ein andermal. Wer keine Angst vor dem Tod hat, ist frei und unkontrollierbar. Und wie geht es mit den Menschen weiter? Werden sie einander wieder verstehen? Ja, das werden sie. Die Fronten werden wieder erweichen, aber erst in der zweiten Jahreshälfte. Was muss dafür passieren? Im Moment ist es in vielen Menschen noch sehr hart und starr. Das ist ein Schutzmechanismus, weil die Möglichkeit der Veränderung noch nicht gesehen wird. Wenn das nicht gesehen wird, dann sieht man auch keine Möglichkeit, sich zu bewegen und muss also in einer Starre verharren. Es bedarf weiterer Erschütterungen, um die Starre zu lösen, um den Blick nach rechts und links zu richten und die Wahrnehmung zu erweitern. Gleichzeitig wird die Veränderung in der DNA und die Aktivierung durch die Christusenergie dazu beitragen, dass Werte neu definiert werden. Was ist dir wichtiger? Recht haben oder verstehen wollen und Verbundenheit mit denen, die du liebst? All das braucht Zeit. Es sind innere Prozesse, die ablaufen. Erst danach wird es äußere Veränderungen geben. Bleibt geduldig und beharrlich und liebevoll und offen und stark. Du sprachst gerade von Erschütterungen. Wird es Erschütterungen auch im Organismus der Erde geben? Was ist mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen? Ja, gibt es. Auch die Erde durchlebt einen Prozess. Sie reinigt sich. Sie reinigt sich von Energien, die durch die Menschen in ihrem System sind. Das Seelenleben der Menschen interagiert mit dem Leib der Erde. Das bedeutet, wenn du Transformationsarbeit machst, wenn du deine Seele heilst, dann wirkt sich das auch heilend auf den Leib der Erde aus. Umgekehrt hilft euch Menschen der Prozess der Erde bei eurem Aufstieg. Ihr seid immer verbunden. Je reiner eure Seele ist, desto weniger muss die Erde sich schütteln und reinigen. Auch hier gilt, macht euch nicht verrückt. Alles geht einen guten Weg. Wenn du Angst verspürst, dann ergreif die Gelegenheit, um auch dieses Thema in die Heilung zu führen. Verbinde dich mit Mutter Erde. Sie spricht zu dir. Du brauchst keine Angst davor zu haben, dass sie lebt. Sie ist dir wohlgesonnen und liebt ihre Kinder. Sie ist Mutter Erde. Du hast zu Beginn gesagt, das Thema des Jahres ist Klarheit. Wie passt das zu all dem, was du über dieses Jahr gesagt hast? Werde dir klar über die Prozesse, in die du involviert bist. Entscheide klar darüber, mit welchen Energien du verbunden sein willst. Erkenne, dass niemand über dir steht. Werde dir klar darüber, wer du bist und was du kannst. Was hast du zu geben? Teile mit anderen deine Energie und bringe sie auf die Erde. Werde dir klar über deine Unsterblichkeit. Nun noch ein Ausblick auf die einzelnen Monate des Jahres 2022.
Die Bilder, die sich mir zeigten, geben innere Prozesse wieder. Wie jedes Zukunftsreading ist es nur die wahrscheinlichste Möglichkeit zu dem Zeitpunkt, als ich geschaut habe. Die Zukunft wird von uns Menschen gemacht und ist nicht in Stein gemeißelt. Sie kann jederzeit verändert werden. Januar. Lichteinschlag. Viel Dunkelheit, wie ein dunkler Erdenkörper, in den ein Lichtstrahl eindringt. Es gleicht einer Befruchtung. Das Bild steht dafür, dass das Licht jetzt in jede Zelle und in jede dunkle Materie dringt. Dunkle Materie bedeutet Körper, von der Körperzelle bis zum Erdenkörper, aber bedeutet auch Themen. Der Einschlag des Lichts findet überall statt. Licht steht für das Göttliche, die Wahrheit, das alles, was ist, von dem sich die Dunkelheit vermeintlich abgewendet hat. Der Prozess der Erkenntnis, dass dies unmöglich ist, hat begonnen. Februar. Ich fühle starke Bedrängnis. Es fühlt sich eingeengt an, wie Eisenschellen, die angelegt werden sollen, um auf Teufel komm raus einen bestehenden Zustand zu halten. Im Februar gilt es, ruhig zu bleiben, in dem Wissen, dass diese Eisenschellen abfallen werden. Es ist nicht notwendig, Kraft aufzuwenden, um sie zu sprengen. Konzentriere deine Kraft auf dein Licht und lass dieses stärker werden. März. Jetzt sorge für dich. Wenn du es noch nicht getan hast, schaffe Netzwerke, die für dich überschaubar sind, auf die du bauen kannst. April. Es wird unruhig im Untergrund, also im Innern der Menschen arbeitet es. Der im Januar noch dunkle Körper beginnt zu brechen. Viele feine Lichtfäden spinnen sich durch ihn hindurch. Für manche Menschen fühlt sich das bedrohlich an, weil es unbekannt ist. Aber es ist eine gute Entwicklung. Mai. Tauwetter. Das innere Eis beginnt zu schmelzen. Viele weinen. Es herrscht viel Traurigkeit. Es gilt, Abschied zu nehmen, loszulassen. Jetzt ist es an der Zeit, ins Fühlen zu gehen, alles, was an Gefühlen kommt, zuzulassen und anzunehmen. Das Loslassen des Alten geht über das Zulassen und Annehmen der Gefühle. Juni. Das innere Licht wird stärker. Vieles beginnt sich neu zu sortieren. In dem im Januar noch dunklen Körper haben sich viele kleine neue Zellen gebildet, die Lichtfunken in sich tragen. Diese Zellen werden stärker, das Licht wird mutiger und sie nehmen Kontakt zueinander auf. Im menschlichen Körper zeigt sich so die Transformation zum neuen, durchlichteten Körper. Im sozialen Organismus der Menschen sind es die neuen Strukturen, die erstarken. Sie sind noch verborgen, von außen betrachtet sieht man sie nicht. Aber innerhalb des dunklen Körpers, der noch die gleiche Form hat wie im Januar, wächst ein neuer Organismus. Juli. Im Juli spielt Feuer eine Rolle. Es kann zu Feuern im Außen kommen, aber es geht vor allem um das innere Feuer der Transformation. Es entwickelt sich große Hitze. Alte, verkrustete Strukturen werden innerlich verbrannt. Diese Hitze hilft den menschlichen Körpern, mit den Veränderungen zurechtzukommen. Es ist wichtig, die Körper jetzt zu unterstützen. Statt die Hitze und das Feuer zu löschen, lieber den Körper stärken und mit Vitaminen und Mineralien und gutem Wasser versorgen. August. Stille. Die Welt macht Pause. Orientierungslosigkeit bei vielen.
Diejenigen, die neue Strukturen aufbauen, machen sich bereit, diese zu zeigen. September, Umstülpung, Umkehrung, von oben nach unten, von innen nach außen. Oktober, ich sehe alles wie unter einer Schneedecke. Der Schnee hüllt die Erde ein, damit in ihr die Wärme des Sommers bewahrt wird und die neuen Keime weiterwachsen können. November. Die Menschen stehen vereint. Viele reichen sich die Hände. Sie stehen dicht beieinander und bekennen sich zueinander und zu der Erde. Sie entschließen sich dazu, im Einklang mit Mutter Erde zu leben. Dezember. Das Licht, das Anfang des Jahres nur ein Strahl war, der in den dunklen Körper eingedrungen ist, hat sich ausgebreitet. Die Körper sind durchlichtet und durchwärmt, alte Verkrustungen, Verletzungen konnten transformiert werden und eine neue Qualität der Materie wurde erreicht. Für viele bedeutet das, dass sie die Trennung von Geist und Materie überwunden haben und begreifen, dass Materie ebenfalls geistig-göttliche Energie ist. In diesem Sinne behandeln sie ihre Körper achtsam, leben achtsam mit der Natur, in der sie Ausdruck des Göttlichen sehen und erkennen in ihrem Gegenüber ebenfalls den göttlichen Funken. Die Empathiefähigkeit hat sich gesteigert. Durch diese veränderte Wahrnehmung ist die Entscheidung hin zu einem Leben im Einklang mit der göttlichen Harmonie und Ordnung leicht. Alles andere macht auch für den Verstand keinen Sinn, weil es in Selbstzerstörung enden müsste. Durch die in diesem Jahr erfahrene innere Heilung und Reinigung und die damit verbundene Entfaltung der Wahrnehmung entsteht Klarheit im Innen und werden Entscheidungen, die anstehen, erleichtert.